Mario fragt, wo kommt eigentlich der Name Bockbier her? Mein Name ist Christoph und das ist eine Minute Bier. Ja, kommt da tatsächlich ein Bock ins Bier, in die Flasche oder in den Sudkessel? Nein, der Name hat tatsächlich überhaupt nichts mit dem eigentlichen Tier, dem Bock, zu tun. Er stammt von der norddeutschen Stadt Einbeck und der dort ansässigen Einbecker Brauerei. Die hat im 16. Jahrhundert angefangen, etwas stärkere, sehr wohlschmeckende, obergärige Biere zu brauen. Die waren so beliebt, dass sie nach ganz Deutschland und sogar nach Italien exportiert wurden. Im Bayerischen wurde dann aus dem Einbecker das Einböcker und irgendwann das Bockbier. Dieser Name ist hängen geblieben und steht bis heute für wohlschmeckende, etwas stärkere Biere mit mehr Alkohol, die richtig Bock machen. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distel Häuser.